weiteres spannendes Duell. In der Vorarlbergliga lieferten sich der SC Fussach und der FC Blau-Weiß-Feldkirch. Die in Violett spielende Heimmannschaft hatte auch gleich die erste Chance. Flanke von links und der Versuch eines Schusses, der Ball aber doch klar daneben. Ähnlich ist dann auf der anderen Seite, Freistoß für Feldkirch, aber Skanserla hämmert den Ball weit über den Kasten. Feldkirchs Nummer 11 dann gleich mit der nächsten Chance. Er kommt im Strafraum an den Ball, setzt sich gut durch und versucht mit dem Schuss, der allerdings knapp vorbei. In der 19. Spielminute dann die Heimmannschaft. Langer Einwurf, der Ball lange Zeit umkämpft im Strafraum, bis dann Brückler abzieht, der Schuss aber klar drüber. Kurz darauf dann ein Freistoß für Fussach. Hämmerle tritt an, die Mauer kann den Ball aber ins Ausleiten, weiterhin also 0:0. Eine schöne Aktion der Feldkircher folgte dann. Über mehrere Stationen kommt der Ball zu Rainer. Es holt die Flanke, Skanserla leitet kurz weiter auf Romana, der erwischt den Ball aber nicht richtig und es wurde nichts aus der guten Möglichkeit. Wieder Skanserla dann in der 35. Minute. Zuerst versucht er es alleine, der Ball kommt zu Romana, der Schuss dann aber kein Problem für Fussach-Goalie Schantl. Der nächste Schussversuch der Fussacher dann Ende der ersten Halbzeit. Feldkirch-Keeper Solaya aber ohne Probleme und somit ging es mit dem torlosen 0:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte dann diese Situation. Fussach im Angriff, sie verlieren aber den Ball. Sali versucht noch nachzusetzen, dies aber mit dem Foulspiel und der Schiedsrichter zückt die gelb-rote Karte. Die Heimmannschaft also nur noch zu 10 am Platz. Manuel Gifonelli versucht es dann gleich zweimal per Weitschuss, aber beide Male kann die Fussacher Abwehr Schlimmeres verhindern. Der darauf folgende Eckball kommt dann aber gut. Wieder der Schuss, Özjurek rettet auf der Linie, allerdings genau auf den eigenen Spieler. Die Querlatte verhindert das Eigentor. Kurz darauf aber wieder Feldkirch. Gifonelli bringt den Ball zur Mitte. Kurz abgewehrt, der Nachschuss von Manuel Gifonelli passt dann aber das 0:1 für die Gäste aus Feldkirch. Nächste brenzlige Situation vor dem Fussacher Kasten dann kurz darauf. Auflage auf Skanserla, Ridwan kann aber gerade noch ins Aus retten. Schöne Aktion dann wieder vom sehr aktiven Skanserla. Nach einem Einwurf nimmt er den Ball perfekt mit und zieht ab. Der Schuss aber kein Problem für Keeper Schantl. Ein schwerer Fehler dann von Fussach-Kapitän Karakas in der 81. Spielminute. Der rutscht aus und Romana nützt die Gelegenheit. Ein perfekter Lupfer über Schantl und somit das 0:2 für Blau-Weiß-Feldkirch. Der SC Fussach hatte allerdings nur eine Minute später die Chance zum Anschlusstreffer. Hämmerle mit dem Gewaltschuss aus 20 Metern, Solaya kann aber sicher klären und auch im Nachsetzen kommen die Fussacher nicht zum Abschluss. Romana leitete dann kurz vor Schluss noch einen Angriff von Feldkirch ein. Die Flanke kommt gut zur Mitte und Skanserla steht goldrichtig. Das 0:3 und somit auch der Endstand im Spiel SC Fussach gegen den FC Blau-Weiß-Feldkirch. Ja, ich denke, erste Halbzeit ist eigentlich relativ gut gewesen, relativ okay gewesen. Wir haben gut mit einem mitgespielt, das war eigentlich relativ ausgeglichene Partie. Zweite Halbzeit haben wir eigentlich auch nicht so schlecht angefangen. Wir haben viel mit hoher Bälle probiert zum Spielen. Haben eigentlich gemeint, dass wir in der zweiten Halbzeit, wo wir mit dem Luft gespielt haben, besser zu gehen kann. Und ja, gegen den Schluss eine mit der roten Karte und mit dem Gegentor, mit dem ersten und natürlich das zweite, war es eigentlich schon fast gegessen. Wir haben auftun müssen, hinter und das 3:0 war dann eigentlich ja, nur noch die Draufgabe. Nur mal 3:0 muss man natürlich zufrieden sein und ja, nach Witz an einer zerfahrenen ersten Halbzeit haben wir dann die zweite Halbzeit das Akt zugemacht. Ein bisschen Knackpunkt war natürlich die gelb-rote Karte. Aber ich denke, wir haben die bessere Chance gehabt und haben eigentlich auch wenig zulassen. Das, was wir eigentlich wollen, haben auf Konterspieler hinter dich machen, die Null heben. Und dann haben wir gewusst, für ein, zwei Goals sind wir normal gut.